Ja, hier im Windpark Blender wird ein sogenanntes Repowering durchgeführt. Dabei werden ältere Windkraftanlagen gegen neuere ersetzt. Man will damit eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit erreichen. Und wir haben hier 5 Altanlagen, die ungefähr 20 Jahre mittlerweile alt sind. Die werden abgebaut und durch 3 neue ersetzt. Und wir erreichen damit ungefähr eine Verdreifachung der Windparkkapazität. Ja, bei der Planung des Rückbaus mussten wir uns in diesem Park mit der Besonderheit befassen, dass 4 Anlagen auf Rohrtürmen sind und eine sich auf einem Gittermast befindet. Während wir viel Erfahrung haben, Rohrtürme auseinanderzunehmen mit dem Kran, mussten wir uns hier ein besonderes Konzept für den Gittermast überlegen. Dieser war nicht einfach in der Form wieder demontierbar, wie er aufgebaut wurde. In dem Fall haben wir uns dann hier für eine Sprengung entschieden, um den Rückbau effizient und schnell zu gestalten. Man könnte sich fragen, warum man den Turm nicht auch einfach so umwerfen könnte. Das ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich, weil immer Personen im Gefahrenbereich sich in dem Moment befinden. Deswegen haben wir uns für die Sprengung entschieden, weil hier die Standfestigkeit bis zum letzten Moment, bis die Sprengung ausgelöst wird, gewährleistet wird und sich auch alle Personen außerhalb des Gefahrenbereichs befinden. Ja, in dem Fall ist es wichtig gewesen, dass man erstmal diese Sprengstellen bemisst, dass man eben weiß, dass das 20 mm sind. Da muss man auch schauen, wo werden die Sprengstellen gesetzt, was kann man vorschwächen, was kann man verantworten vorzuschwächen, damit der nicht vorher umfällt, aber auch bei der Sprengung dann umfällt. Das sind so die wesentlichsten Punkte, um eine solche Sprengung vorzubereiten und ordnungsgemäß dann auch auszuführen. Und da gehört auch mit dazu, dass man eigentlich Erfahrung hat beim Umgang mit Sprengmitteln, insbesondere bei diesem Stahlschneidsprengmittel.